Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Bussimulator 18. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin noch ein wenig gefahren und habe jetzt Level 9 erreicht und habe damit den Iveco Urban Way und eine neue Farbe freigeschaltet. Das gucken wir uns mal eben kurz an. Und zwar, wir sollen ja eine Strecke mit maximal 10 Haltestellen machen. Das werde ich mir hier mal direkt anpinnen, damit wir das auch noch sehen. Und dann steht ja hier drin, ordne mindestens einen Fahrer zu und wähle ausschließlich Erdgasbusse. Das heißt, mit anderen Worten, wir werden uns jetzt erstmal einen Erdgasbus besorgen. Dafür musste ich das Ganze ja freischalten. Der kostet zwar 330.000, aber wir haben ja schon 335.000 mittlerweile zusammengespart. Das heißt, wir können den kaufen. Ich glaube, hier ist auch standardmäßig noch die Einstellung drin, dass man theoretisch nicht pleite gehen kann. Also sprich, theoretisch jetzt den nächsten Bus hinterher kaufen könnte und den dann wieder abarbeiten könnte. Ja, oder ihr kauft ganz viele Busse und seid dann komplett im Minus. Das ist natürlich auch noch so die Sache. Das ginge natürlich auch. Dann müssen wir natürlich auch hier noch jemanden einstellen. Mir wäre es am liebsten, wenn das einer machen würde, der schon ein bisschen länger drin ist. Katja hat schreckliche Angst vor Spinnen und Angst im Dunkeln, hat aber dafür einen Ententeich im Garten. Das hört sich doch sehr sympathisch an. Enten sind immer gut. Oder Sandra kann freihändig Fahrrad fahren. Ihr Traumreiseziel sind die Malediven und sie spielt Golf. Das ist natürlich, ja. Ich würde sagen, Angst vor Spinnen ist das Beste, weil dann hält sie uns das Auto immer schön sauber. Die stellen wir erstmal ein. Und dann machen wir jetzt erstmal eine Strecke, die ich extra angepinnt hatte und die jetzt wieder weg ist. Okay. Gut, maximal 10 Haltestellen. Wir müssen mit der Argikulturalzone anfangen. Das hört sich irgendwie pervers an, aber das ist die hier unten. Dann geht es zu den Schobergrounds weiter. Das sind die links. Das heißt, am besten... Achso, am besten fange ich erstmal an, indem ich auf neue Strecke drücke, würde ich sagen. Das wäre das Einfachste. Wir fangen hier an, fahren dahin. Das sind dann zwei Haltestellen. Schobergrounds brauchen wir auch zwei Haltestellen. Und da müssen wir nach Oakville. Das ist, glaube ich, da oben, ne? Nehmen wir Schobergrounds zwei Haltestellen. Oakville sind dann die hier oben. Das heißt, da fahren wir die beiden an. Und Siegwalden ist dann hier unten. Ja, würde ich sagen, speichern wir das mal so. Dann bin ich jetzt gerade am Gucken. Das war die Nummer 7 hier. Nein, 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 nicht reingehen. Hallo. Die Nummer 7 hier war das, genau. Da stellen wir jetzt erstmal einen Fahrer ein. Und zwar die gute Katja, die uns das Auto sauber halten soll. Mit einem Erdgasbus, ganz, ganz wichtig, weil, wie gesagt, steht hier oben drin, fahre die Strecke mit einem Erdgasbus. Also ich muss es damit machen. Ich meine aber, dass der Fahrer das auch... Achso, ja, steht ja auch da drin. Wähle ausschließlich Erdgasbusse. Und danach gibt es dann eine super tolle Aufgabe, aber dazu kommen wir dann später. Also ich muss das Ganze auf jeden Fall auch mit dem Erdgasbus beginnen. So, dann wählen wir den jetzt mal aus. Der Nachteil ist, die sind, glaube ich, unheimlich langsam gewesen und sehr viel größer. Also sehr viel, ne? Aber es ist schon ein gutes Stück größer. Deswegen, eine Haltestelle auf deiner Strecke wird gewartet. Deine Strecke hat sich deswegen geändert. Gut, kann ich nichts für. Heißt aber nicht, dass wir deswegen jetzt die Strecke nicht mehr fahren. Nächster Halt, zum Heuschober. Zum Heuschober, genau. Eidewitzka. Ist hier irgendjemand? Da hinten kommen ein paar. So sieht er übrigens aus von innen, der Bus. Das ist neu, oder? Gefällt mir. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Ja, das waren die Old Zombies. Die habe ich auch gesehen. Ja, bitte. Na klar, Augenblick. Ja, und ja, der Bus ist übrigens neu, Leute. Das stimmt. Immer schön gucken, ob die Leute auch anhalten und dem Bus tatsächlich seine Vorfahrt gewähren. Nächster Halt, Zuckerfabrik. So, ich bin noch ein bisschen im Truckfieber, deswegen fahre ich jetzt heute wahrscheinlich ein bisschen besoffen mit dem Bus. mit dem Bus. Leute, fahrt. Ihr habt Vorfahrt. Wieso bremst denn nicht? Ach, das war auch noch so ein Problem, glaube ich, bei den Erdgasbussen.
ich bin ja privat schon bis zu diesem Punkt, beziehungsweise einen Punkt weiter. Und muss sagen, die fahren sich nicht schön. Also ich persönlich mag die nicht. Die sollen wohl viel, na viel weiß ich nicht, aber die sollen wohl einiges einsparen, angeblich an Energie. Aber weiß ich nicht. Ob ich daran glauben soll, weiß ich auch nicht. Kenne mich jetzt technisch auch nicht mit aus. Ja, ja, gerne. Wir sind immer gerne pünktlich. Vor allem mit den neuen Erdgasbussen. Merken Sie sich das? Gerne, gerne. Zwei Stück. Ist das noch das andere für Ihren Freund? Ist das der, der hinter Ihnen ist? Oder? Danke. Ah, der Typ mit dem Weißen und dem Blauen. Ja, gerne, gerne. Bitteschön. So, was habe ich jetzt gesagt? Der Typ mit dem Weißen? Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Ja, 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 ja. Das sagen sie alle. Das sagen sie alle. Oh Gott, Sie haben ein UFO gesehen. Wo? Nicht, dass das UFO meinen Bus mitnimmt. Das wäre nicht so günstig. Weißt du, die haben... Alter! Was war das denn? Hallo? Ich bin doch nirgendwo mit dem Bürgersteig kollidiert. Oh, mach den Blinker doch mal ein bisschen früher raus hier. Leute. Nicht erst, wenn ihr am Abbiegen seid, den macht man immer 300 Meter vorher schon Winter raus. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Ja, finde ich auch. Ich finde das total klasse. Winter der Leidenschaft. Nein, ja, ich war ja schon am Bremsen. Och Mann. Wird die Folge jetzt auch wieder verfolgt von Leidenschaft, wollte ich gerade sagen. Verfolgt von Schlaglöchern heißen oder was? Es ist ja schlimm hier. Nein. Ich bin nicht direkt durchgefahren. Also ich bin schon so ein bisschen durchgefahren, aber... 48, der kann mich nicht blitzen. Okay. Ich weiß auch nicht, ob der blitzt, wenn man dran vorbei ist und dann schneller fährt. Habe ich noch nie ausprobiert. Möchte ich aber auch, glaube ich, nicht. Weil das ist sehr teuer. Wobei ich dazu sagen muss, mit American Truck und mit Euro Truck ist es wesentlich teurer als beim Bus. Geblitzt zu werden, meine ich. So, Klick. Da stand Klick. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich brauche 20 höchstens. Mit 19 geht das noch, aber sobald ich... Ja, bei 20 bin ich mir nicht sicher, aber sobald ich 21 fahre, ist es vorbei. Also da... Nimmt er den Hügel direkt als negativ mit? Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Ja, es kommt drauf an, ne? Oh, hallo? Was geht denn jetzt wieder ab? Hallo? Oh. Stimmt, der ist ja ein bisschen länger als der andere. Da sollte ich mich vielleicht dran gewöhnen. Kann ich mich irgendwie wieder auf die Straße setzen hier? Kann ich schon, aber... Kriegen wir auch so hin, oder? Oh Gott, jetzt weiß ich auch, was hier... ja, das war auch das, was mich ständig so genervt hat, weil ich damit nicht klarkam, dass die so viel länger sind. Und ich immer vergessen habe halt eben, dass die länger sind. Da war noch gelb. Und ich dann dementsprechend immer zu früh eingebogen bin. Hallo, kannst du mal nach rechts fahren? Nächster Halt, Arbeitergasse. Der fährt sich aber irgendwie komisch, als ob der einen platten Reifen hat. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Ja, gerne, gerne. Machen wir immer. Wir rechnen eventuelle Unfallschäden mit ein. Wiedersehen. Also zeitlich. Ist nur blöd, die haben so wenig Plätze, ne, in diesen Erdgasbussen. Oh, ich dachte, wir würden eine andere Strecke fahren. Echt? Warum? Also, das muss ich ja auch mal. Bitte. Wo hab ich denn? Was? Was? Ach so. Na klar. So ein bisschen freundlicher sein hier. Noch nicht mal ein Bild von der Katze habe ich gesehen. Also. So, Mounty. Junge, fahr! Ich muss da rein. Und da ich mit diesen dämlichen Spiegeln irgendwie rein gar nichts sehe. Sieht man wirklich, also man sieht schon so ein bisschen, aber es ist dieser,
ja, blöde Winkel, sage ich jetzt mal, bei dem man dann tatsächlich alles übersieht. So, jetzt fahr auch. Im Grün. Ja, wegen dem komme ich jetzt wieder nicht voran, weil der nie in die Pötte gekommen ist hier. Nein, nein, kein Schlagloch. Heute mal nicht, Freundchen. Nächster Halt, Flusspromenade. Heute mal nicht. Absolut pünktlich, danke sehr. Ne? Die Erdgasbusse liefern uns einen extra Turbogang noch dazu, deswegen sind die noch pünktlicher als die alten. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, gerne. Leute, die bezahlen, sind mir die Liebsten. Standard, zack. Danke. Gerne. Die beiden eine Omas Fahrkarte in Lila müssen noch geprüft werden. Hast du die letzte Folge? Nein. Danke. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Hast du die letzte Folge? Nein. Danke. Was war das für ein Zusammenschnitt hier? Das war nicht von mir. Ich habe hier nichts abgebrochen. Hier ist die Fahrkarte. So, doppelte Lottchen. Sitzt direkt hinter mir, aber haben beide Fahrkarten. Das ist schön. Wir müssen gleich hin. Oh, so, ich dachte schon wieder ein Schlagloch hier. Nächster Halt, Augstraße. Mhm. Da fahren wir jetzt hin. Das ist, glaube ich, jetzt... Oder? Nee, ist erst das zweite Gebiet, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Brems, brems. Ja, nicht komplett abbremsen. Ich soll's nur... So. Jetzt habe ich das erste Mal in der Kurve dran gedacht, dass der Wagen, also der Bus tatsächlich größer ist. Aber das hat immerhin funktioniert. Das ist doch schon mal gut. So. Die Gegend finde ich übrigens sehr schön. Ich glaube irgendwo... Nein! Ich habe schon extra abgebrochen. Ich bin diesmal nicht durchgefahren. Ich glaube irgendwo hier... Nee, war das hier oder auf der anderen Seite? Irgendwo in so einem Waldgebiet konnte man eine Haltestelle anvisieren und an der Haltestelle rausgehen, ein bisschen durch den Wald gehen und dann hat man so einen riesigen Steinbock, glaube ich, gefunden. Da war auch nochmal so eine Zahl 18. Ich glaube, ich werde krank. Oh nein. Oh nein, das war die Oma, oder? Augstraße. Ich habe es anscheinend nicht direkt mitgenommen hier. Nein. Oh. Hat das Bremsen gereicht? Anscheinend. Oder das wird jetzt nicht als Schlagloch gezählt, wenn die so groß sind. Das kann natürlich auch sein. So, Oakville. Das hat anscheinend auf jeden Fall noch gereicht. Ich glaube, das sind auch keine Schlaglöcher, die ganz großen. Ich glaube, es sind tatsächlich nur die kleinen, richtig dunklen. Ja, gerne, gerne. Wehren Sie uns bald wieder. Aber nur, wenn Sie bezahlen. Die Dame in Weiß. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Ja, Tageskarte für Studenten. Ich bin ja mal verwirrt, weil ich immer denke, die bezahlen für die anderen mit. Hi. Hi. Weil die läuft jetzt einfach direkt rein. Wo hab ich aber manchmal denn? Haben die dann auch keine. Hier. Wie oft wollen Sie die denn noch? Oh, ja, wenn ich so viel rede, dann schon mal öfter. Hier, bitte. Wo hab ich denn? So, nee, Hanni und Nanni hatten, glaube ich, bezahlt. Ne? Hanni und Nanni ist ja auch noch so eine Sache, genauso wie TKKG oder ähnliches. Die sind nicht woke genug, habe ich jetzt gehört. Die haben jetzt einen Disclaimer davor. Gerade solche Sachen wie Hanni und Nanni und TKKG, wo das so überhaupt total schwachsinnig ist. Also, naja. Mal gucken, ob ich die Kurve diesmal schaffe, obwohl die ist ja ziemlich groß eigentlich, oder? Ziemlich groß heißt nicht groß genug für mich, ne? Was steht denn hier so? Entschuldigung, ich habe heute Bohnen gegessen. Oder war das die tote Katze? Ach nee, Mauzi lebt ja noch. Wenn die fahren während der Busfahrt, ist ungesund.
So ist besser. Eine Fahrkarte. Ja, gerne. Einzel. Wo sind wir denn jetzt hier? Typ Standard. Zack. Gerne. Eine Fahrkarte bitte. Ja. Wenn ich denn da reinklicken dürfte. Das gerne. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, also die braune ist wieder durchgegangen. Mal gucken. Braune und der weiße. Hat die mir gerade zugewinkt hier? Hier. War die das? Die braune und na der klar. Weiße. Hier, bitte. Ja, das war die einzige braune. Ich hoffe, ich habe das jetzt. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig im Kopf gehabt und habe jetzt nicht hier irgendeinen übersehen. Weil ich bin ja ein professioneller und auch sehr. Ja, strenger Busfahrer quasi. Ich soll ja sogar ahnden, wenn da einer zu laut Musik hört, ne? Also das ist nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern auf den Mist von den Machern. Oh ja, wir sind gerade auf 50. Schlagloch kommen auch noch dran vorbei, sehr schön. Ihr doch immer. Ich hab vergessen, die Blumen zu gießen. Ja, dann aber schnell, schnell. Die dürfen nicht vertrocknen. So. Ich weiß, das dauert was länger, aber vorne rauslassen, dann hat man ein bisschen ich Überblick. Denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Also, die mit dem Weißen ist drin. Danke. Gerne. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ja. Nee, Tageskarte, Studentin, zack. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Mhm. Aber jetzt nur die Weiße. Ist auch nach 5000 Folgen auch echt so spannend. Ja, finde ich auch. Also das ist wahnsinnig klasse gemacht. Okay. Winter der Leidenschaft, das ist der absolute Top-Tipp, den ich geben kann. Falls ihr mich jetzt überhaupt noch verstanden habt, was ich gesagt habe. Also wer von euch ist die Neue mit dem Weißen hier? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach mal beide kontrolliert. Sehen sich alle so ähnlich heute. Na, wenn ich langsam fahre, komme ich doch ins Schlagloch rum, oder? Halt, Siegwalden. Endstation. Bitte alle aussteigen. Oh, fahrt, Leute. Vor euch ist alles frei. Dann kommen wir auch noch rein. Jetzt habe ich hier so eine blöde Mini-Fliege, die ja die ganze Zeit vor meiner Nase rumfliegt. Als ob das nicht schon reicht, dass ich jetzt hier auf die Autos warten muss. Jetzt muss ich hier auch noch gucken, dass ich die Fliege nicht verschlucke beim Reden. Das ist ja schlimm. So. Der lässt mich vor, weil er hier rein will, so wie es aussieht. Okay. So macht man das als Bus. Nein, 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 nicht so schnell. Man drängelt sich ein bisschen vor und dann ist das gut. So, 50 haben wir noch lange nicht. Hi! Die sind aber von der schnellen Truppe. Das sind unsere eigenen Busse. Nächster Halt, Siegwalden. Endstation. Bitte alle aussteigen. Einmal Endstation, einmal alle aussteigen, bitte. Tschüss. Tschüss. Arrivederci. Au revoir. So, da steht jetzt nichts von drin, dass irgendwo Dreck hinterlassen wurde oder ähnliches, aber ich gucke trotzdem mal eben. Ich bin mir nämlich nicht hundertprozentig sicher, ob die mir das immer sagen oder ob die irgendwann aufhören, das zu sagen. Das kann natürlich auch sein. Dann beenden wir das Ganze mal eben. Also. Zwei Sachen möchte ich anmerken. Erstens, ich habe diverse Schlaglöcher zu schnell überfahren, nicht nur eins. Aber gut, ich muss dazu sagen, ich habe immer versucht auszuweichen und ich habe auch immer versucht zu bremsen. Zweitens, ich hatte nur eine Kollision, nämlich die, wo ich dann von außen geguckt habe. Danach hatte ich keine Kollision mehr und davor hatte ich auch keine Kollision. Was wollt ihr hier eigentlich von mir? So. Wenn es denn hier mal weitergehen würde... Dann schauen wir uns noch mal kurz an. Als nächstes kommt 85% der bisher freigeschalteten Haltestellen sollen auf Strecken sein, die mit Fahrern Einkommen generieren. Das ist ein bisschen blöd
geschrieben, finde ich. Das heißt aber im Endeffekt nichts anderes, als dass wir uns jetzt eine Strecke machen müssten, wo wir im Endeffekt alle drin haben. Also 85% sollen es nur sein, aber ich mache jetzt mal, dass wir alle im Endeffekt anfahren, dass wir alle Haltestellen drin haben, dass wir direkt einen Fahrer eingestellt haben und dann, also natürlich mit Bus, und dann können wir die Strecke erst fahren und dann müsste das normalerweise funktionieren, weil das habe ich mich auch privat gemacht. Das war, glaube ich, das Letzte, was ich privat gemacht hatte. Und das war wirklich sehr, sehr lang. Also ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass die nächste Folge definitiv sehr lange wird. Ich weiß nicht, ob es eine Stunde war oder was, keine Ahnung. 120.000, naja gut. Ich meine, wir brauchen ja so oder so auf jeden Fall einen Bus. Ich würde sagen, da setze ich mich tatsächlich mal für in die Miese diesmal. Ach nein, ich wollte den kaufen, ich wollte nicht weiter. So. Und einen Fahrer müssen wir auf jeden Fall noch einstellen. Da würde ich sagen, wenn kein besserer jetzt dazu gekommen ist. Genau, dann nehmen wir hier die Sandra, die freihändig Fahrrad fahren kann. Vielleicht kann sie auch freihändig Bus fahren. Man weiß es ja nicht, weil das ist ganz, ganz wichtig auf dieser Strecke. Da die Geselle ist und die anderen alle nur Lehrlinge, hoffe ich mal, dass wir damit dann auch ganz gut Geld machen können. Deswegen stellen wir die mal ein. Und dann, wo drücke ich denn jetzt schon wieder drauf? Da machen wir eine neue Strecke. Das bereite ich jetzt schon mal alles vor, weil es wird wirklich sehr lange werden in der nächsten Folge. Wo starten wir da am besten? Ich würde sagen, wir starten hier. Fahren dann hier einmal die Strecke entlang. Ich sehe hier nichts mehr. Hier zwischen mal, glaube ich, nichts mehr. Ne? Fahren hier rein, machen die Runde. Ja, das ist so blöd gemacht hier. Da muss man... So, so, so. Ja gut, da könnte man so. Ja genau, so wäre ich mich auch gefahren. Dann hier raus. Dann dahin. Siegwalden. Runter. Da hoch. Ja, und hier dieses Kreuz ist halt ein bisschen blöd mitzunehmen. Ich möchte es halt so effiziell, genau, so effektiv wie möglich machen. Aber das ist natürlich schwer. Das heißt, ich würde sagen, dass wir dann einmal... hochfahren. Dann hier durchfahren. Wie fährt der denn jetzt da? Ist der doof? Der soll von... Ach so, der ist da drunter. Ach so, ja, nee, dann ist okay. Dann fahren wir nach da unten, dann geht es nicht anders. Dann ist es natürlich blöd, weil da müssen wir dahin fahren und dann eigentlich... Ich meine, 85% der Strecke sollte eigentlich heißen, dass wir das Letzte auslassen können. Ich sag nur ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es dann funktioniert. Ich habe immer gehört, man soll am besten alle nehmen, damit es auch wirklich funktioniert. Deswegen speichere ich das jetzt und ich hoffe, dass wir jetzt wirklich alles hier drin haben. Es sieht aber gut aus. So, 85% der sollen auf Strecken. Ach so, genau. Und was ganz wichtig ist noch, das ist das hier, glaube ich, ne, mit der ganz langen Strecke. Da müssen wir natürlich im Vorfeld einen Fahrer einstellen. So. Und dann, oh Gott, dann werde ich jetzt erstmal tief durchatmen. Ich gebe euch auch noch einen Moment Zeit, weil wir machen hier erstmal einen kleinen Cut, beenden die Folge. Und in der nächsten Folge, ja, ihr seht es auch unten schon, eine Dreiviertelstunde. Das werde ich natürlich nicht cutten, das werde ich natürlich dann in einen Rutsch durchfahren. Aber da müssen wir nicht noch die Strecke im Vorfeld machen und alles besprechen, was wir da machen müssen und so. Das haben wir jetzt heute gemacht. Da müssen wir uns im Endeffekt nur noch ins Auto setzen, beziehungsweise im Bus setzen und können losfahren. Und ja, versuchen die Folge nicht ganz so lange zu machen. Aber unter einer Dreiviertelstunde kommen wir nicht raus. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ich sag mal, oh Gott, und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.